Hi zusammen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Bluetooth Audio Streaming in eurem BMW machen könnt mit dem großen CEC Navi und alles was ihr dafür braucht, ist das große CEC Navi, wie gesagt, in Verbindung mit der Bluetooth oder erweiterte Smartphone Anbindung, so heißt es richtig. Und ich werde es euch heute zeigen hier mit meinem Galaxy S5. Und als erstes müssen wir hierzu in die Telefoneinstellungen sagen, unter Bluetooth neues Gerät hinzufügen, und parallel dazu, wie wir sehen, müssen wir jetzt hier am Handy suchen. Zack, gehen wir hier in die Bluetooth-Einstellungen und sagen hier scannen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich den schon mal hier gekoppelt. Das ist der BMW 736762, ist hier diese Identifikationsnummer. Dann sagen wir hier okay. Und hier oben bekommen wir jetzt auch direkt die Aufforderung, Achtung, gib hier einen PIN ein zum Verbinden. Das ist in dem Fall 4x die 0 hatte ich da eingegeben und bestätige das. Und parallel dazu müssen wir jetzt hier diesen Code auch nochmal eingeben. 4x die 0, da könnt ihr auch einen anderen eingeben, den ihr haben möchtet. Aber für mich ist es jetzt einfacher, einfach 4x die 0 zu nehmen. Danach seht ihr, zack, ist gekoppelt. Hier wird die Verbindung auch noch aufgebaut. Dauert noch einen kleinen Moment, bis sich die Geräte miteinander verbunden haben. Sollte aber eigentlich jetzt mal langsam passieren. Ich gehe jetzt gerade mal hier zurück. Gucken wir uns nochmal an. Nee, hat er jetzt nicht gemacht. Machen wir das Ganze schnell nochmal. Ich führe das jetzt hier parallel nochmal schnell durch. Keine Ahnung, warum der jetzt hier gerade ein Problem hatte mit der Verbindung. So. Zack, und hier fordert er uns auch nochmal schnell auf. 4x die 0. Ich glaube, das war eine zu viel. Na. 1, 2, 3, 4, 5. Einen weg. So, 4x die 0. Bestätigen. Ah, jetzt kommt hier auch die Aufforderung. Passkey wird überprüft. Jetzt sollte es aber klappen. Jo, okay. Das trage ich ein, nicht als mein Haupttelefon, sondern als Zusatztelefon, weil ich habe hier noch ein anderes Telefon, das ich habe. Und so. Genau. Jetzt sind wir mit dem Gerät verbunden. Und wenn wir jetzt hier unter dem Multimedia-Part gehen, haben wir hier, mal zurück, verschiedene Optionen. Wir können hier eine CD oder DVD abspielen und anhören. Wir haben unsere Musiksammlung, die interne Festplatte, externe Geräte, Klang und Bluetooth Audio. Gehen wir als erstes hier in den Bluetooth Audio Bereich. Und hier zeigt er uns auch an, zack, das S5 ist verbunden. Das ist soweit in Ordnung. Das heißt, darüber möchten wir jetzt Audio streamen. Dann gehen wir zurück und gehen unter externe Geräte. Und hier müssen wir wiederum das S5 auswählen. Und dann bekommen wir direkt einige Informationen und den Audio-Stream gesendet. Und jetzt gehen wir dann parallel hier auf das Gerät. Wir führen das jetzt mal Beispiel durch mit Google Play Music. Ich nehme jetzt mal was Rechtefreies hier. Das ist einfach nur so eine Art Hörbuch. Domian, wer das kennt, klickt mal hier mal rein. Und da läuft das auch schon. Jetzt mache ich hier mal mitten rein Vorlauf. Ist halt nicht so spannend, ist jetzt nur ein bisschen Gelaber, geht einfach nur ums Prinzip. Und wie ihr hören könnt, kommt noch nichts. Dementsprechend drehe ich jetzt mal lauter. Und jetzt solltet ihr hören, dass da was kommt. Und gleichzeitig sehen wir hier auch, dass wir hier bei 22 Minuten 58 Sekunden beim Play sind. Und wenn wir das mal daneben halten, wo haben wir hier die Anzeige? Da links unten. Mal sehen, ob man die lesen kann. Nee, natürlich nicht. Hier links unten steht es auf jeden Fall. 23 Minuten irgendwas. Also, das läuft auch wirklich absolut synchron. Wir haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, hier lauter zu machen. Wie ihr merkt, ist es jetzt nämlich wieder lauter. Und wenn ich den hier runter regel, auch leise. Also man kann es natürlich auch übers Handy laufen lassen, aber das ist natürlich nicht so komfortabel. Wir haben hier den iDrive Controller und können dementsprechend einfach sagen, okay, wir möchten den nächsten Track anhören, sprich im Album das nächste Lied oder ähnliches. Und genauso, wie auch gerade schon vorgeführt, können wir auch hierüber die Lautstärke regeln. Genau. So. Ja, so einfach funktioniert das. Und hier aus. Ne, den lassen wir drin, nochmal leise. Gehen wir jetzt hier mal raus, stoppen den hier und
es ist theoretisch egal, was ihr übertragt. Es muss einfach nur irgendwas sein, was Audiodaten beinhaltet. Und jetzt gehen wir mal hier bei YouTube rein. Ups, da waren wir doch schon. Und wo haben wir denn? Uploads, Benachrichtigungen. Gehen wir mal hier in meine Playlist, All About Cars. Und schauen nach, was ich an Videos hochgeladen hatte in der letzten Zeit, wo auch ein bisschen Sound bei ist. Und dann nehmen wir hier zum Beispiel mal so ein Corvette-Video. Jetzt drehen wir natürlich mal ein bisschen auf. Ja, jetzt braucht die Internetverbindung hier leider noch ein bisschen. Da kommt jetzt hier gerade nicht an. Gehen wir hier nochmal zurück. Der ist nämlich hier noch in der anderen Playlist. Machen wir das nochmal anders. Beenden das Play Music wirklich gänzlich. Genau, und jetzt seht ihr, dass nämlich hier keine Statusmeldung mehr ist, dass irgendwas übertragen wird. Nur einfach Audio, es wird nichts gerade gestreamt. Entsprechend starten wir S5 hier nochmal neu. Und jetzt sollte das CC checken. Achtung, wir senden dir etwas anderes, einen anderen Audio-Stream. Das macht es gerade nicht, weil jetzt hier halt einfach noch nichts wirklich ankommt. Na, nochmal Play. So. Wie ihr hören könnt, ist das ein Auspuffsound von einer Corvette Z06. Und das kommt jetzt halt hier über die Lautsprecher im Fahrzeug. Also ziemlich genial. Also da haben wir auch die Möglichkeit. Also wenn ihr jetzt irgendwie bei YouTube irgendwie einen Kanal habt, der euch interessiert, so ein Hörbuch oder irgend so ein anderer Quatsch, was man auch machen will, habt ihr auch die Möglichkeit, das hier auf euer iDrive CEC-Navi zu übertragen. Das war's. Bis dann. Ciao.